Recht herzlich willkommen zur ersten Folge von Kerbal Space Rover Version 1.0. Ja, es ist released und ich will euch die erste Folge darbringen. So sieht's am Anfang aus, unser Space Center. Hier haben wir die Rollbahn, hier haben wir den Startplatz. Hier ist unser, Radarstation, würde ich jetzt sagen. Wie nennen die es? Warte mal, da muss man da drauf sein, dann steht's unten links drinne. Tracking Station ist dort. Hier bauen wir unsere Raketen. Hier bauen wir unsere flugfähigen Flugzeuge. Klar, unsere Flugzeuge, die also die Rollbahn benutzen. Hier haben wir unsere Auftragsabteilung, würde ich jetzt mal sagen. Hier können wir Launch Your First Vessel zum Beispiel annehmen. Und machen wir auch gleich, weil wir schon hier drin sind. Das Ziel ist einfach... Ne, wir müssen eine Rakete hochbringen und mehr nicht. Das ist schon alles. 2 Tage braucht das und 5 Stunden, bis der Auftrag weg ist. Haben wir aber lange Zeit. Und mehr ist es nicht. So, was haben wir noch? Hier haben wir nix. Ah doch, hier sind aktive. Die sind sowieso aktiv. Aha. Automatisch eine Höhe von 3500 erreichen. Eine Höhe von 5000 und die Entfernung von 5000. Und wir sollten schneller als 150 Meter die Sekunde fliegen. Das sind also 3, die wir schon automatisch dabei haben. Interessant. Archivs gibt es natürlich noch nichts. So, das heißt, wir klicken den nochmal an und nehmen den auch an. Weil das gehört ja dazu dann. So, 2 können wir maximal in einem Schritt machen hier, wie man sieht. Und ja, dann können wir hier schon raus. Da waren wir, hier bauen wir, haben wir gesagt. Hier haben wir unsere Piloten-Lounge. Da ne, sieht man schön, dass die sich hier schnuckelig hinsetzen können und ein bisschen Fernsehen oder Laptop spielen oder Raumanzüge auf Couchen ablegen oder einen Kaffee trinken. So, das ist unser Pool und die sind available. Ja, interessant, ne? Achso, der können wir wahrscheinlich dann rübernehmen, aber wir machen da erstmal nix. Next Higher kostet 65.500. Das Spiel ist natürlich ein bisschen weiter jetzt in der Version 1. Da ist mehr freigeschaltet. Müssen wir gucken, wie wir hinkommen. Aber ich denke, wir machen erstmal die einfachen Geschichten. Da waren wir. Hier haben wir auch noch was. Das kenne ich noch gar nicht. Nothing selected. Warte mal, gehen wir mal einmal raus und gucken nochmal, was er anzeigt. Administration Building. Also, ja, das ist unser Finanzminister sozusagen. Hier unseren Forscher. Hier haben wir Public Relations, Pressestelle und Operation, das sind hier unsere Schrauber. Und was ist das hier drunter? Das ist ausgeraut, das heißt, wir können da nichts machen. Hier unten könnte man das abhaken. Aha, was geht denn hier? Cannot afford setup costs, not enough funds. Okay, wir könnten da was freischalten sozusagen, ne? Wenn die Sachen da geholt werden, ist das teuer und so wird es billiger, oder wie sehe ich das? Okay. 2 wären möglich, das ist hier einmal. Bailout Grant, sagt mir jetzt gar nichts, was das auf Deutsch heißt. Dire Straits to be considering such an option, accepting a public grant. Ah, wir können da nicht bankrott gehen, wenn wir das der Öffentlichkeit geben. Ah, und dann wird es natürlich seriös, die ganze Geschichte, wenn wir nicht... keine Ahnung, was es uns jetzt bringen sollte. Tja, wenn ihr das euch erklären könnt, dann der Effekt ist, dass wir 12.000 mehr Pfund, also finanzielle Mittel kriegen und Reputation fällt natürlich runter dann. Können wir schon machen, sozusagen, das auch. Und warte, hier unten ist noch ein Slider. Warte mal, nehmen wir nochmal den, den wir gerade hatten. Wir könnten das Ganze dann natürlich noch erhöhen. Ah, nicht überall. Bis zu 25% können wir das annehmen. Und dann hätten wir so viel Geld mehr. Und hier. Okay, das müssen wir dann halt nochmal uns genau überlegen, ob wir das machen. Wir sind ja ganz am Anfang. Lass uns da erstmal rausbleiben. Hier ist unser Tech-Tree. Unser Technikbaum. Wir haben die Kapsel, wir haben einen
Feststofftank, wir haben hier den Mystery Goo, den Forschungscontainer. Hier ist ein Metallgestell, wo wir was mitbauen können, und der Fallschirm, damit wir wieder heile runterkommen. Ja, und wir kommen dann mit 5 Punkten hier weiter, oder da auch mit 5 Punkten, okay. Das heißt, wir müssen da erstmal wieder raus. Haben wir dann alles? Ach so, hier hatten wir ja die Forschung, hatten wir ja noch eine zweite Seite. Das sind dann die Erfolge, die wir hier durch Körben haben oder sowas, dass wir da hinfliegen oder sowas. Gut, das war da auch noch. Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen hier. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein und bauen uns jetzt eine kleine Rakete und starten die dann erst. Haben wir hier. Oh, da gibt's auch noch ein paar neue Buttons, sehe ich. So, das müssen wir mal ganz nach unten bringen. Was ist das denn hier? Place. Offset. Okay, und das hier, Rotate. Was heißt Rotate? Ah, okay, sehr interessant. Aber wie rotate ich das? Bitteschön, früher war das mit WASD. Möchte er jetzt da nicht mitmachen. Das sagt mir jetzt keiner, wie das geht. Und das hier ist... Das letzte wird jetzt auch noch schlecht angezeigt. Root. Kann ich jetzt nicht erkennen, was der mir sagen will. So, das ist Place und... Ach so, ja, alles klar. Die Pfeiltasten gehen immer noch. Jetzt gehen wir nochmal auf Rotate. Aber da geht nichts mehr. Keine Ahnung, warum nicht. Ah, dann kann man es wirklich ziehen, indem man dann wirklich jede Position anfahren kann wohl. Während es über die normalen WASD-Tasten nur geht, wenn du es bewegst. Okay. Und dann kriegst du es auch nicht wieder hin, weil du es beim Rotate schon in eine Lage gebracht hast, die anders war. Okay, was passiert? Ich nehme es nochmal, mach so, gehe dahin, schmeiß es weg. Und ich hole mir den nächsten. Der steht dann wieder gerade. Okay, das ist wichtig. Gut, wir bauen jetzt aber unsere erste Rakete schnell noch. Wo war denn hier unser Fallschirm? Der ist da, den da drauf. Science. Gute Frage, ne? Ob wir den schon einbauen? Gibt's auch Forschungspunkte für. Dann sollten wir aber doppelt nehmen. Sonst haben wir das Gleichgewicht verloren. Haben wir. Dann gibt's ja nur unser Feststoff hier momentan. Den haben wir auch. Kurz gucken, dass wir nicht zu sehr da in der Erde sind. Passt. So, das haben wir. Alle Teile, die wir haben, haben wir jetzt auch schon eingebaut. So, diese Container werden wir einen unten öffnen und einen während des Fluges und dann Informationen sammeln. In der Hoffnung, dass es dann so funktioniert, ne? Hier hatten wir unseren... Ja, die drei Sachen, die schon da waren. Und das hier oben ist unser Node Launch Your First Vessel. Ach so, ja, bevor wir das falsch machen... Gehen wir hier nochmal rein und... Ah, warte mal, da gab es jetzt noch eine Option und das ist diese. Parachute on First Stage. Da gibt es immer noch so eine Warnung, ne, was man falsch macht. So, jetzt ist die Warnung. Monopropellan Resource. Ja, das ist halt hier drinnen, ne. Das nehmen wir mit, da können wir es auch nicht ändern zurzeit. Gut. Das wäre jetzt unser erstes, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht abspeichern oder so, ne? Das kann man ja schnell zusammenbauen. Ich würde sagen, dann gehen wir aufs Launchpad. Starten das Ding gleich, aber wir gehen mal gerade rein. Und den ersten, den können wir mal hier schon aufmachen. Ich glaube, dann kriegen wir schon die ersten Punkte. Keep Data. Haben wir.
So, dann sollten wir gucken. Oh, das funktioniert natürlich prima. Rechte Maustaste drücken und dann drehen ist wie wild. Sehr empfindlich. So, das müssen wir dann anders gestalten. Und zwar über das Nummernpad ging das ja. Oh. Ja, jetzt habe ich es hingekriegt. Gut. Da kann man ja dann auch, ne, reinzoomen, rauszoomen, plus minus. Wenn man das Nummernpad ausstellt, da hat man diese Funktion alle mit kippen, drehen. Gibt's noch was? Nö, ich glaube nicht. Oh doch, wenn man die Punkt-Taste oder Komma-Taste, was es da ist, dann schaltet er hier auf diese andere Ebene. Gut, okay. Ja, dann ist es eigentlich schon so, dass wir starten können, um unsere erste Aufgabe hier zu erfüllen. Da drücken wir mal auf Start und dann können wir während des Fliegens hier den hier auch noch aufmachen. Und dann weitere Daten einsammeln. Oh, SAS hatte ich nicht an. Und das wackelt ja ganz schön, ne? Ah, guck mal, da ist auch nicht ganz viel Saft drin, ne? Ja, wäre ja schön gewesen, wenn wir über dem Meer vielleicht wieder runterkommen wollen, dann wäre es nicht kaputt gegangen, oder wie war das? Okay, aber sieht schick aus. Und das mit dem Wackeln, das ist ja eine coole Geschichte, die sie da eingebaut haben. Fand ich jetzt gerade schon ganz schön krass, ne? Sieht auch cool aus, oder? Ich glaube, grafisch ist es auch noch einen Tacken besser geworden. So, Pfeiltasten kannst du natürlich auch so machen. Da ist unser Landeplatz. Wie sieht es denn aus, wenn ich den so streiche? Dann komme ich trotzdem irgendwo anders hin, ne? Review Data. Machen wir mal so einfach. Ja, irgendwann müssen wir gleich den Fallschirm rausjagen, damit das klappt, ne? So bei 1500. So, jetzt raus. Aber das ist auch ein cooles Ding gerade gewesen, wo er abbremst, war so am Vibrieren, ne? Auch nicht schlecht. Allerdings ist der Boden jetzt irgendwie nicht so schön zu sehen. Ich weiß gar nicht. Ah, da kommen Schatten, alles klar, das liegt noch an der Höhe. Jetzt geht er auf. Und wir kommen noch runter, ne? Gut, wunderbar. Da haben wir einiges jetzt schick zu sehen gekriegt, bekommen. Ja, da haben wir auch einiges geschafft, ne? Unseren Auftrag haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir haben die Rekordhöhe geschafft. Die Geschwindigkeit haben wir geschafft. Was auch 3000 war auch noch ein. Oh, da gibt's noch mehrere. Haben wir gleich schon wieder welche freigeschaltet, nachdem der erste war, wahrscheinlich. Okay. Da müsste es ja dann Erfahrungspunkte für geben oder Forschungspunkte. Mal schauen. Sind auf dem besten Weg runterzukommen. Ein paar Grafikgeschichten sind hier noch drinne. Ah, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt, ne? Die rechte Maustaste nämlich. Ja, sieht aber alles ganz schick aus. Wo ist denn unser? Ah, da ist unsere Basis. Warum explodiert das Ding nicht auch wieder, sondern setzt langsam auf, aber wahrscheinlich geht's wieder kaputt. Nee, doch nicht. Guck mal an. Das haben sie wohl geändert, sonst wäre es schon explodiert beim Landen. Gut, okay. Hier oben können wir recovern. Was wir auch machen sollten. Sind wir drinnen? In der Basis wieder, oder? Nee, von oben drauf, okay. Gut. Ah, Mystery Goo Flying haben wir 7 Punkte gekriegt für die Forschung. Auf dem Launchpad 3 Punkte, das ist doch cool. Und dann war das die Aufgabe, glaube ich. 16 Punkte dazu, das ist ja schon mal richtig viel. Das ist hier die Verschrottungskosten. Recycling. Haben wir auch Geld. Und Jebediah war unser erster Pilot, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Der hat auch einen Punkt gekriegt, aber ah, das haben sie wohl geändert. Das ist wohl nicht mehr so viel. Früher waren das ja so richtig viele Punkte, ne? Gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir gleich ins Forschungszentrum rein. Da können wir ja was weiterentwickeln. Wir haben jetzt 16. Hier sind 5 weg, dann hätten wir noch 11. Da wären 15. Okay, das heißt, wir können da nicht irgendwie was machen. Das heißt, wir können auch beide, Entschuldigung, uns mal angucken. Hier hat man die Kappler schon drin und die Antenne. Das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Und hier,
wären weitere Antriebe drinne und Feststoffgrößer und Tank. Und was war hier? Was ist das? Oh, ein Science. Da können wir eine Forschungseinheit. Und das ist ja schon hier das Cockpit von Dingens. Wie geht's denn weiter? Gucken wir mal von unten nach oben. Hier hätten wir ein Hitzeschild. Den gab's bisher noch nicht. Das heißt, da müssen wir dann auch aufpassen. Service Bay. Aha, da kann man irgendwas reinbauen. Was ist das? Landing Strut. Okay, die Beine. Und der Radial Parachute. Also der waagerechte für auf der Rollbahn landende Fahrzeuge. Die Nose Cone. Da gibt's noch einen Spitzen. Winglets. Das sind hier die aerodynamischen Anbauteile, Flügel. Und da ist der Radial Decoupler, der also die Feststoffraketen dann seitlich anbringen kann und dann abbauen. Was haben wir hier? Noch ein Laufwerk, ein Triebwerk. Das ist der große Solid Fuel Booster und das hier ist noch ein Tank. Also das brauchen wir am wenigsten. Aber wir hatten ja schon mal bei unserer anderen Mission, da war glaube ich auch tatsächlich hier das drin, da waren noch die Batterien. Also unser Ziel sollte sein, erstmal Batterien zu kriegen, damit es dann da auch besser wird. Gut, für die Batterien brauchen wir diese Stufe nur wohl. Das heißt, wir gehen erstmal dahin, erforschen das, ist auch mit der Antenne gut und den Decoupler haben wir. Und dann geht's weiter hier. Den können wir auch, wenn wir die Punkte hätten, direkt machen. Steht hier was bei? Nein. Ach doch, da steht's, wir müssen den haben. Das heißt, wir brauchen nur zwei Stufen und das sind wie viele Punkte? Steht das da? 45. Oh, das ist natürlich viel. Aber da müssen wir mal gucken. So, hier rein kurz. Dann sehen wir, was unser Gu-Kanister da mitgebracht hat für Informationen. Das ist doch auch prima. Vielleicht hätte ich das auch ohne die Gus noch den Piloten selber Erfahrungspunkte sammeln lassen können. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Naja. Okay. Einmal hier geguckt. Da hat sich nichts gemehrt. Ach doch, da ist es. Nee, aktiv ist schon. Ja, passt, okay. Atmosphäre sollen wir raus. Und Orbit Kerbin sind die nächsten zwei Aufgaben. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich denke mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.